So, hallo am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir in einem knapp 2-Stunden-Part das Meat Boy-Level von Rasierer abgeschlossen. Unglaublich, aber wahr. Jetzt gibt es ein neues Relaxing Red Coins-Level und das hier ist gerade aufgetaucht. Alles klar. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. Aber erstmal Relaxing Red Coins Nummer 6. Das war relaxing. Puh. Ich habe einfach nicht die Decke abgeschätzt. Okay, da muss ich hin. Alles klar. Gut. So. Gleiches Spiel wie immer. Wir gehen einmal außen rum. Oh boy. Oh boy. Mist. Okay. Mist. Puh. Aber was ich schon gesehen habe, I wanna come to an end, ist Super Mario Bros. Das heißt, keine nervigen Dreisprünge. Es kann eigentlich von der Schwierigkeit her nur in Anführungszeichen, und das wird das Hauptproblem sein, Präzisionszeug kommen. Es gibt ja keine großartigen Techniken bei Super Mario Bros. Was willst du tun? Du kannst nicht mal Items tragen. Das heißt, die Schwierigkeit muss in Richtung Präzision gehen. Was mich nicht gerade beruhigt, ne? Nicht falsch verstehen. Aber es kann halt nicht sein, wo ich sage, okay, ich weiß nicht, wie das geht oder ich weiß nicht, ob das geht, etc., etc., etc. Wobei, wir lassen uns überraschen. Ich bin gespannt. Jetzt müssen wir es halt den Raum hier schaffen. ja. Da stelle ich mich ja gerade schon so ein bisschen an. Um ehrlich zu sein. So. Können wir jetzt den Sprung einfach mal hinkriegen? Dankeschön. In die Richtung bitte weiter. Stopp. Oh, das fällt jetzt runter und dann muss ich mit ihm rüber. Ah, okay. Verstanden. Got it. Got it. Und rüber. Nice. So, das war nicht der schwierigste Raum. Wir werden sehen. Uiuiuiuiui. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall keine komischen. Ah, da kam der nächste schon raus. Okay, da kommen ganz viele raus. Damit. Wait, what? Ach so. Die Räume sind ein bisschen länger geworden als die letzten. Kann das sein? Schon ein bisschen, ne? Irgendwie schon ein bisschen. Auf jeden Fall schwieriger. Oh, nee. Ach so, okay. Es ist, ich dachte, jetzt fährt das Ding die ganze Zeit, aber er geht nur bis darüber und dann bleibt er da stehen. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ja. Und hier das Gleiche. Der läuft darüber und dann hängt er da fest. Jetzt läuft er darüber. Oh, ich muss. Das ist es. Das ist jetzt hier so ein bisschen das, die Sache, dass ich nicht erst beim zweiten Mal verstehe, wie es funktioniert. Sagen wir es so. Ich habe hier nicht so dieses, was ich sonst hatte. Okay,
krieg's hin, wenn ich es das erste Mal sehe, sondern ich verstehe erst beim zweiten Mal, was ich tun muss. Wobei die... Ich hab den nicht gedrückt, ne? Ich hab den nicht gedrückt. Die Münzen hätten es eigentlich mir angedeutet, aber ich war halt wieder zu doof. Also war keine Levelkritik, sondern ich war halt einfach zu doof. Bevor es als Levelkritik rüberkommt. Könnte man nämlich auch so verstehen. War es aber nicht. So, aber wieso habe ich den jetzt gerade nicht... Hä? Wie habe ich den denn verfehlt? Oh, nicht schon wieder. Irgendwas musste jetzt runter... Ah ja. Fallen. Gut. Seite 1 haben wir. Ab zu Seite 2. Mist. Aber was bin ich denn? Was bin ich denn? Oh Gott, was mache ich? Was tue ich? Was ist falsch? Brauche ich einen Arzt? Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Das wollte ich tun. Warum hat das nicht gleich funktioniert? Ich weiß es nicht. Okay, da oben ist das Level schon zu Ende. Ah, das war ja einfach. Weiß nicht, warum ich mich so angestellt habe. Weiß nicht, warum ich mich so angestellt habe. So, next. Blop, 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 blop. Okay. Okay, 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 rüber und stopp. Okay, verstanden. Und hopp. Und das war knapp. Gerade noch so gesehen, wie es funktioniert. So, letzte Röhre, letzter Raum. Here we go. Was hast du mir hier noch gebaut? Bisschen Rutschi. Oh Gott, und schon wieder das hier. Mama. Oh. Hä? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz geblickt, was da alles passiert ist. Der kommt da nur einmal raus, ne? Ich muss den sofort mitnehmen. Ja, der kommt da genau einmal raus. Muss direkt durch. Alles klar. Verstanden. Und jetzt? Keine Ahnung. Ach so. Okay. Okay, nice. Das war's. Sehr schön. Huh. Schwitz. Nice. Schön, 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 schön. Kann man... Oh! Ist das so frisch gewesen? Ich meine, das spielen ja echt viele von dem Typen, ne? Ist das jetzt so frisch gewesen? Nice! Das ist jetzt mal ein erster, der mich wirklich freut. Da hatte ich jetzt aber echt Glück, dass er das, dass ich das gerade eben, dann hat er das wirklich, ja, da 11 und 2 und 3. Krass. Krass. Das habe ich gar nicht, ich habe halt aktualisiert und habe halt gesehen, dass das Level da ist, aber ich habe, das war dann wirklich jetzt wirklich auf die Minute oder Sekunde war das jetzt da praktisch. Cool, weil das spielen ja echt viele bei dem Boostbo, ne? Da landet ja auch immer in den Beliebtlisten. Das finde ich jetzt cool, dass ich da Erster geworden bin. Ja, Weltrekord wird ganz schnell weg sein, aber den Erster nimmt einem keiner. Außer er lädt es hoch. Neu.
Dann ist vorbei. Okay, gucken wir mal hier vorsichtig rein. Und schauen mal, wie weit wir da kommen. I wanna come to an end. Ja, ich sage Präzisionssprünge. Ach, und Lücken. Aber die Lücke ist für die Coin, die interessiert mich nicht. Okay. Noch kann ich neu starten. Noch darf ich das so machen. Oh boy. Das geht. Ja, das geht. Sick. Okay. Ja, ich sag ja, Präzisionssprünge. Okay. So far so good. Oh Gott, das wird jetzt kritisch. Ich glaube, ich würde direkt gerne weiterspringen. Und nicht warten. Ja, jetzt habe ich... Ja, toll. Ja. 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 Ich glaube, da muss ich wirklich die Geschwindigkeit vom ersten Sprung mitnehmen, um durchzukommen. Na, so wie hier, da muss ich auch ein bisschen Anlauf und dann... Ah, okay. Okay. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange er gebraucht hat. Was so die Zeitangabe ist. 1:11, alles klar. So ärgerlich, ich war so weit oben und jetzt kriege ich nicht mehr den ersten Sprung hin. Ach, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nice, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich war bis oben. Ich war bis an der ersten Tür. An der zweiten Tür. Das ist die erste Tür. Ah, natürlich. Okay, wir nehmen den Sprung direkt mit. Ja, aber auch das ist nicht ganz so... Auch das fühlt sich nicht ganz so einfach an. Da darf ich auch mal dran sterben. Daran wollte ich jetzt eigentlich nicht sterben, unbedingt. Achso, ich darf immer noch neu starten. Stimmt, da war ja was. Ach, komm schon. Nein. Oh, dieses Kommentieren immer vorne. Ah, oh, Nintendo. Die sollen das endlich mal wegmachen.
Jeder will doch als erstes Neustart, bevor er kommentiert. Warum nicht denn mitten im... Ach so. Ja, doch für diese Zwischenkommentare. Ja. Ich hab nichts gesagt. Meinetwegen lasst es da. Wahrscheinlich ist das doch das, was eher genutzt wird. Boah, der Sprung! Ich kann mir eigentlich nur... Ich muss testen. Ich muss Hitbox testen. Es geht nicht anders. Ich muss erst Hitbox testen. Wo kann ich das jetzt schnell mal testen? Hier ist wieder nirgends. Ah, da kann ich es testen. Okay. Ich meine, ich komme hier immer wieder hin. Von daher ist okay. Ich muss schauen, wie weit ich... Nein! Das war nicht der Test, den ich gesucht habe. Wie weit ich da drüber laufen kann, dann weiß ich nämlich, wie viel Anlauf ich haben kann. Ab wann... Ach, wir testen das jetzt anders, ganz kurz. Ganz kurz, wir sind gleich wieder da. Wir sind gleich wieder hier drin. Ich muss nur ganz schnell eben einmal testen. Ach, Blödsinn. Hä? Ach so. Wie weit ich darüber gehen kann. Das meinte ich nämlich. Ich kann nämlich fast bis zur Hälfte, glaube ich, darüber gehen. Alter. Ab wann? Hä? Jetzt erst. That's pretty good to know. That's pretty good to know. Holy shit. Das verändert alles. Das verändert alles. Außer den Anfang. Ach komm. Oh wow. Oh, wow. Ach, komm schon. Na, oh. Oder, dass man einstellen kann, ob kommentieren oben ist oder unten. Das wäre cool. Na, wenn die einen Leute sagen, okay, ich möchte wirklich lieber mehr kommentieren als neu starten. Meinetwegen. Ja, okay. Meinetwegen, aber dann lasst mir doch die Wahl. Lasst mich doch die Schaltflächen da setzen, wie ich sie gerne hätte.
wär's denn damit? Das heißt, ich kann hier richtig viel Anlauf nehmen, ne? Auf der Fläche da drüben. Ich kann ja hier... Ja, das... Ich sage, das verändert alles. Das hätte ich mich halt nie getraut, wenn ich es nicht getestet hätte. Okay. Cool. Checkpoint. Was löst jetzt den Switch aus? Ja, jetzt war ja klar. Ich meine, es war ja klar, dass da irgendwas passieren muss. Das ist der Ding da oben, ne? Aber dann ist das der einzige Raum, der noch übrig ist. Wenn wir den haben, haben wir es. Ich muss also jetzt nur noch zum On-Off. Nur noch. Nur noch zum On-Off. Naja, der ist da oben, klar. Den kann ich auch nicht verhindern, nehme ich an. Da hoch nützt mir auch gar nichts, glaube ich. Da löst er den schon aus. Auch interessant, okay. Ja gut. Ja gut. Hat er gerade gesehen, wer sich gerade eingeloggt hat? Rasierer spielt Super Mario Maker 2. Na, komm schon. Okay. Weh, das Ding trollt jetzt. Okay, es trollt nicht. Nein! Mist! Ach! Schade. Schade. Aber das fühlt sich noch nicht so schwierig an. Das sollte hinzukriegen sein. Außer es kommt noch eine ganz komische, ganz merkwürdige Stelle. Ich weiß es nicht. Und ja, die Coin hier unten, da muss man dann halt da durch und dann da springen. Mache ich jetzt nicht. Ach, verdammt. Okay. Ach so, aber wenn ich den gedrückt habe, hänge ich da ja oben fest und muss über den roten... Oh, muss über den roten Mist dann zurück. Ah, I see. Ich kann ihn nicht austricksen. Schade. Hier hoch nützt mir doch gar nicht. Also das da hoch, ich glaube, das ist nur für die Coin. Hier außen rum. Es geht nicht anders. Aber ja, dann muss ich hier nämlich über den roten Weg zurück nachher. Da kommen wahrscheinlich auch noch mal ein paar unangenehme Geschichten dann dazu. So, jetzt muss ich über die Säge kommen. Das sieht eigentlich doch auch nicht so wild aus. Und dann haben wir es doch schon fast. Dann kommt noch der Sprung und der Sprung. Und dann kommt halt noch der Rückweg. So, den kann ich noch nicht einschätzen. Den muss ich sehen, wenn es gebaut wurde. Aber der Hinweg geht schon mal klar. Der Hinweg geht schon mal klar. Ah! Thank you.
Ach, komm schon. Oh, reicht nicht. Ach, komm, jetzt löst es halt aus. Gott. Oh, wow. Sterbesequenz. Okay. So. Sägensprung. Ich sage, der ist nicht so schlimm. Okay, und hier, wir haben ja gesehen, wir haben echt große Hitboxen um diese Dinger rum. Oh, da unten landen wird aber trotzdem unangenehm. Ja. Ja. Und wie gesagt, es gibt dann halt noch diesen blöden Rückweg. Den ich noch. Ich kann ihn einfach noch nicht so richtig einschätzen. Aber der könnte noch mal böse werden. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich krieg da natürlich auch keinen Checkpoint, weil es ja non-off ist, der ausgelöst wird. Ach, leck. Leck, Gumio. Ich meine, guckt euch das an. Das ist alles, ich muss dann da durch diese ganzen Sägengeschichten. Ich glaube, das ist jetzt nur die Ruhe vor dem Sturm. So, wenn das Rote dann ausgelöst ist, wird es böse. Dann wird es böse. Oh, lass mich doch wieder da hinten hin, bitte, jetzt. Jetzt. Wirklich, jetzt. Nicht später. So. Wow. Okay. Was war da jetzt mein Hauptfehler? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu spät gesprungen. Ich bin dann an der Stachel ganz links gestorben, ne? So. Also, ich kann ein bisschen rüber. Okay. Oh Gott. Oh Gott, unangenehme Sprünge. Ah! Mist. Was lustig wird, wenn ich hier zurückgehe, ne? Ich muss dann so runter. Ich muss da ganz vorsichtig sein. Also, das wird alles andere als lustig, aber... You get the idea. So schon mal nicht. Jetzt löse es halt aus.
Ich wollte eigentlich nicht direkt weiterspringen, aber ist okay. Was immer funktioniert. Nehme ich eigentlich auf? Ja. Wow, das war knapp. Und auch das muss ich dann ja rot zurück. Das heißt, ich habe hier einen ganz kleinen Sprung hier rüber. Wobei, warte, das kann ich, da kann ich drüber laufen. Das ist eine 1-Lücke. Da müsste ich drüber laufen können. Wahrscheinlich ist das auch die einzige Möglichkeit. Nein, es ist der, genau der gleiche Tod. Ah, okay. Es ist genau der gleiche Tod gewesen. Was natürlich bei dem Sprung die Aufregung jetzt noch mehr steigert. Puh. Ja, ich hab's schon wieder getan. Ah! Da hat's nicht gereicht. Da war dann selbst diese Hitbox einmal. Aber jetzt können wir mal probieren. Jetzt wissen wir ja, wohin die Reise geht, ne? Wenn ich es schaffen sollte, hier hochzukommen, hätte ich alles geskippt. Aber das geht wahrscheinlich eben gerade nicht. Das wäre so sick, wenn das gehen würde. Aber ich kann es probieren. Ich meine, ich verliere nichts. Ich starte genau hier. Ach, nee, das kann, das wird nicht gehen. Das wird nicht funktionieren. Das hat er hundertprozentig getestet. Nee. Nee, das wird nicht funktionieren. Das ist eins zu hoch. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand hochkommt. Auch kein Punker. Weiß es nicht. Ich meine, das ist doch eine der Sachen, die man auf jeden Fall klärt. Das ist ja, ich meine, ne? Wenn da ein Conan draufkommt, dass das gehen würde, kommt er erst recht drauf. Ah, wieder zu weit. Oh Mann. Jetzt struggle ich da drüben. Okay, aber ich mache jetzt wirklich immer wieder den direkt. Oh, und guckt euch mal den Sprung an. Das ist der letzte Sprung, ne? Hier über die, unter der Säge über die drei Stacheln. Das ist eigentlich der letzte fiese Sprung dann. Danach geht's nur noch runter.
Das müsste dann eigentlich machbar sein. Das war ja klug. Das war ja klug. Wow, das war knapp. Wow, das war knapp. Okay, wir sind mal wieder hier. So, jetzt einfach mal nicht da oben an dem Ding sterben. Ich kann's... Oh, zum dritten Mal. Kann doch nicht sein. Zum dritten Mal mache ich das jetzt. Jedes Mal denke ich jetzt... Das war interessant. Jedes Mal denke ich jetzt, schätze ich es richtig ab und dann... Nix. Pustekuchen. Oh, das ist neu. Mist. Das war auch interessant. So. Was haltet ihr davon, wenn wir es jetzt mal schaffen? So mal als Novum. Okay. Halte ich auch sehr viel von. So, okay. Wie gesagt, hier müsste ich eigentlich einfach drüber laufen können. Weiß nicht, ob ich mich das traue, aber ein kleiner Sprung. Es müsste eigentlich einfach drüber zu gelaufen sein. Das ist der letzte Sprung. Also im Grunde haben wir es doch jetzt, oder kann ich noch irgendwas versauen? Ich kann das hier noch versauen, ne? Oh mein Gott. Das ging okay. Das ging okay. Das ging okay. Zwei Rasiererlevel an einem Tag. Oi. 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 So. Haben wir das. Das reicht dann auch für die Aufnahme. Zwei Rasiererlevel an zwei Weihnachtstagen vor allem. Ey, also für euch zum Anschauen und für mich war es jetzt ein Tag zum Spielen. Also heute ist Sonntag. Heute ist noch nicht mal Weihnachten gewesen, ne? Danke fürs Zuschauen. Was ich ganz kurz sagen kann, ich werde die nächsten Tage wieder bei meinen Eltern sein. Was heißt, vielleicht mache ich mal wieder ein paar Multiplayer-Sachen, ne? Da habe ich dann wieder besseres Internet. Das könnte man machen. Muss ich mir mal überlegen. Und deswegen sind jetzt die Parts auch ein bisschen länger, weil hochladen werde ich das dann sozusagen dort erst. Na, ich fahre morgen runter. Und dann kann ich schon hochladen.
sollte das funktionieren. Danke fürs Zuschauen und tschüss.